Hallo und willkommen zurück zum weiteren Part von Rogue Galaxy. Erstmal Energy Drink aufmachen und was von trinken. Will ich einiges weiterkommen? Also endlich mal mit einer Sequenz und so. Aber ich habe das Gefühl, wir entfernen uns vom Ziel. Der Fall zeigt nämlich immer in die falsche Richtung. Das ist echt... Ah, ja. Da unten könnten wir lang. Ich glaube, da gehe ich auch als erstes lang. Ohne Schaden zu nehmen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schwer. Ich habe keinen Schaden genommen. Oh, und meine Waffe ist Max geworden. Was ist mit dieser Waffe eigentlich? Oh, die wird auch langsam. So, diese Waffe ist also jetzt Max, ne? Dann kombinieren wir sie mal mit der anderen. Und... hey, wenn du die beiden kombinierst, hast du nichts mehr zum Ausrüsten. Heißt... da würde nichts Gutes bei rauskommen. Und was ist, wenn ich die jetzt kombiniere? Bestimmt auch nicht. Ja. Da nichts Besseres raus. Also müssen wir eine andere Waffe damit kombinieren am besten. Kann ja nicht immer was Besseres rauskommen. Let's get out of here. Fast. Hier scheint nicht zu sein. I'll take you on. Oh, immer diese blöden Schleime. Die als Gegner sind nicht kaputt. Lektier bekommen, das ist auch nicht schlecht. Ja, schauen wir mal, was es hier drin gibt. Obwohl, ich will mich da umschauen. Ich weiß, hier unten gibt es eine Tür. Aber vielleicht gibt es da oben auch noch eine Tür. This isn't good. Und genau das will, da will ich mich versichern. Vergewissern, so. Nicht versichern. Jetzt laber ich doch den Scheiß. Here they come. Watch your weapons. Yeah! Here they come. Das ist jetzt gerade irgendwie nicht so gut verlaufen, die Gegend zu schmeißen. Wenn die wenigstens durch den Gegenstand auch noch sterben würden, wäre nicht schlecht. Aber den Gefallen tun sie ja nicht. Ist der Gegenstand von hier bald fertig? Das dauert nicht mehr lang. Vielleicht wird der ja besser. Don't fall behind, okay? Auf jeden Fall haben wir hier noch Kisten. Ich wüsste gerne, ist unten der richtige oder unten der richtige Weg. Oh, Wiederbelebung. Und Heiltränke. Oh, das brauche ich
Kann ich nicht genug von haben? So, was ist hier drin? Was? Ein Imitator! Here we go. Stop getting in our way. Und so. Und heia! Das war immer wohl nix. Wie hätte ich den erkennen sollen? Aber man kriegt von diesen Imitatoren wenigstens auch Münzen. Aber wo hätte ich die... wie hätte ich diesen... Der Nullpunktstein. Nein. Ah, komm, nimm das Ding doch auf. Ja, ich will doch nur. Ich wollte die Kiste auf ihn schmeißen. Es gibt nämlich Trophäe, wenn ich 10 halt mit einer Kiste töte oder sonstigen Aufnehmobjekten. Oh. Hier oben geht's nicht weiter, das heißt, wir müssen runter. Oh nein, wir müssen runter. Schnellster Weg. Hauptsache, wir haben Kisten und Imitator gehabt. Das heißt, hier gibt es auch Imitatoren. Ja, jetzt weiß ich, wie man in der einen Stadt sieht, dass es Imitator ist. Jetzt muss ich hier es herausfinden. Aua. Kisten töten leider nicht so gut, wie ich will. Aber das Schwert ist Max. Können wir jetzt mal kombinieren. Mal sehen. Toad. Oder Toadie. Kombiniere das mit dem. Und... Seedrachenaxt Epsilon! Wow. Nicht schlecht. Ich find's gut, dass es den gibt. Ach, das ist eine Simon-Waffe. Wird doch langsam Zeit. Dass er was Besseres kriegt. Tatsache hier. Das wollte ich die ganze Zeit, nämlich etwas, wo ich was natürlich im nächsten Level kriege. Warum wird das nicht als erstes gezeigt? So. Weiter geht's. Zum Glück brauche ich keine 100% Enthüllung. Das heißt, um Platin zu bekommen,
Muss ich mir diese Brackern wie beim letzten Mal? Aber ich muss doch noch das schwerste Level schaffen. Oh ja. Schriftrolle 1. Oh. Wir brauchen nur noch einen. Und es gibt noch, sehe ich das richtig, zwei Charaktere? Es müsste noch zwei Charaktere geben. Let's get out of here. Fast. Vielleicht ist der geheimnisvolle Typ ja schon einer, aber glaube ich ja nicht. Das mache ich nicht auf. Sieht nämlich aus, als bräuchte man da einen Schlüssel. Ist bestimmt ein Imitator. Gibt es eigentlich irgendwas, womit man Kämpfe verhindern kann? Bestimmt, ne? Könnte auch sein, das nicht. Hier ist auch kein Schlüssel. Wirkungsgranat. What? Wo sind die Roller? Ah, da sind sie. Ich hätte ja immer noch diese 24. Wow, die Roller drehen durch. Mach mal deine Rauchwand. Und das verwirrt die total. Grant peace to the souls of the defeated. I hope they get what's coming to them. So. Da hinten ist wieder eine Kiste. Kann man noch einfach so öffnen, das ist kein Problem. Silberarmreifen, wunderbar. Ich glaube, da brauchen wir noch welche. Here they come. Ja, für meine. Für meinen Wüsten. Für meinen Wüstensucher brauche ich jetzt eine 26er Waffe. Damit die, stärker wird. Ich komme manchmal auf die einfachsten Wörter nicht, wenn zum Beispiel stärker werden. Was soll denn das? Ah. So. Oh, oh. Gegner. Ach du Scheiße, so viele. Komm her. Ach, warum nicht? Aber die hat's nicht benutzt. Why are there beasts inside a prison? Ich fühle mich so ein bisschen verarscht hier durch das Gefängnis. Auch wir machen mal 20 Gebiete, die gleich aussehen. Ah, es gibt kein Ende. Alle Feinde in 20 Sekunden besiegen. Here they come. Alter. Alter! That's how you get it. Wo eine Kiste? Zwei sogar. Let's get out of here. Fast. Rubin?
Gefängnisaufsatzstatue. What? Und wir entfernen uns immer weiter. Was ist das? Oh. Transport. Wir tauschen erstmal Punkte. Ah, wir sind 92. Wir können mit dem nächsten Punktetausch vielleicht sogar höher. So, wir teleportieren uns erstmal in Richtung... genau. Zu dem, hier. Wir werden mal gucken, was wir da gefangen haben. Flossenkäfer. Ab da rein. Auf zu Ebene 1. Oh, sie sind ganz schön hochgelaufen. Wir müssten eigentlich bald da sein. So, der kriegt noch einen Armreif. Wunderbar. Ah, jetzt kann er auch einen Brennschlag erlernen. Sternlicht, scheint eine Attacke zu sein. Sowas ist immer eine Attacke. Ne, komm, machen wir schon dieses Insektoiden-Ding nochmal hier hin. Köder platzieren, was haben wir denn da? Vielleicht mögen sie Jureka Kaffeebohnen. Installieren. Und zwar hier hin. Dann gehen wir nochmal zum Geschäft. Ich kann den Manager dabei einfach nicht unterstützen. Ja, ich bin dabei. Kauft einfach etwas, das ihr gebrauchen könnt. Ist schon geil, wenn die Wachen uns Sachen verkaufen, die wir gebrauchen können. Kaufen wir mal sowas. Jetzt stelle ich mir die Frage, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Ich mache es mir mal ein bisschen bequemer hier. Das ist eine Level 14er Waffe. Die Elektrodüse haben wir schon. Den Rangerhalter hatten wir. Seeblickbogen. Ja, die könnten wir vielleicht gebrauchen, um etwas zu verbessern. Ja, gucken wir mal. Komm, kaufen wir. Und nicht Popofieber. Was soll's. Für später aber. Nutze ich nur, um eine andere Waffe aufzubessern. Na, 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 na. Stimmt, Enthüllung. Mein Charakter. Sicher. Okay, warum nicht? Speichern wir mal. So, wir haben ja einen Chip gefunden oder sowas ähnliches. Der Aufzug ist nicht im Betrieb, bitte im Betrieb nach dem Chip. Yay! Gefängnisaufsatz Startchip. Mal sehen. Bringt das dieser Aufzug dahin, wo wir hinwollen? Ich
Ich hoffe es. Da sind schon wieder 20 Minuten vergangen. Im Eingang A3, das hört sich schon mal ganz anders an. Ihr wollt mich verarschen! Ich hab eine Idee! Warum benutzt man nicht beide Säbelbogen, um eine stärkere Variante zu leveln? Und dann... Bada bang! Tun wir das in Himmel und Erde rein. Kann nur gut werden. Ich ahne Furchtbares. Oh je. When are we going to reach the surface? Hier ist noch was zum Speichern. Wenn hier noch was zum Speichern ist, dann würde ich mal sagen, wenn ich den Part an dieser Stelle. Ja, ich weiß, es ist nichts passiert im Gefängnis. Hey, was soll's? Dafür passiert im nächsten Part 100 pro was? Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.